Was geht, WW-Universum, und herzlich willkommen bei einem neuen Video hier auf Paraflow. Eigentlich sollte hier an der Stelle ein komplett anderes Video kommen, nämlich, ach, ich verrate es nicht, überlasst euch überraschen. Gestern Abend, so gegen 18 Uhr, hat mir aber dann die WWE einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. Nämlich, man hat mal wieder ein paar Leute entlassen. Da waren Namen auf der Liste, wo man jetzt sagt, ist zwar schade, aber ist nachvollziehbar, weil es waren schon länger nicht mehr im TV zu sehen und so wirklich genutzt wurden sie auch nicht. So Namen wie Lana, Murphy, Ruby Riott, Santana Garrett, falls die letztere zum Beispiel jemand kennt. Aber da waren auch zwei Namen dabei, wo ich sagen muss, puh. Das hat mich doch schon sehr überrascht, nämlich Braun Strowman, der vor ein paar Wochen noch ein WWE-Titelmatch hatte, bei WrestleMania Backlash war das. Und auch Aleister Black, der erst vor kurzem zu SmackDown zurückgekehrt ist, mit einem komplett neuen Gimmick, das heißt komplett neu. Es war auch sehr düster gehalten, dass des dunklen Vaters wurde in eine Story mit Big E gesetzt, jetzt wird er entlassen. Das kam doch alles sehr... ja, sehr überraschend und ich habe mich auch auf Twitter gefragt, was zum Teufel ist denn da jetzt los? Und das haben sich wahrscheinlich auch viele von euch gefragt, die diese News gelesen haben. Ich habe es sowohl auf Twitter geteilt, als auch in dem YouTube-Community-Tab und da war ein ähnliches Bild. Ey, was ist denn da los? Ist die WWE jetzt komplett bescheuert? Vince McMahon hat wieder irgendeinen Denkfehler oder ihr wisst, ihr kennt ja sicherlich die ganzen Kommentare und ja, das habe ich mich auch gefragt. Aber irgendwann kamen dann auch die ersten Stimmen auf, die das versucht haben zu erklären. Nämlich, die WWE bereitet mit diesen Entlassungen mehr oder weniger ihren Verkauf vor. Wer so die Wrestling-News-Seiten der letzten Monate oder sogar Jahre, das ist ja schon länger ein Thema, dass die WWE verkauft werden soll. Wer die ganzen News-Seiten kennt, der weiß auch, dass die WWE, dass es schon länger Gerüchte gibt, dass die WWE an zum Beispiel Disney, was halt Fox ist, Disney, Amazon stand, glaube ich, auch schon auf der Liste, Peacock, das ist das Unternehmen, das jetzt in den USA das Network komplett übernommen hat, wir in Deutschland oder in Europa wurden davon noch verschont, wir haben noch in Anführungszeichen das normale Network. Und ja, das sind alles so mögliche Kandidaten, die die WWE kaufen könnte. Die wollen die WWE kaufen, jetzt haben wir es. Und gerade mit solchen Entlassungen, mit solchen Einsparungen, man merkt ja immer in letzter Zeit, hier wird umstrukturiert, der wird entlassen und der wird entlassen und der wird entlassen. Mit diesen ganzen Entlassungen, Umstrukturierungen, denke ich, ja, was ich jetzt auch schon öfteren gelesen habe, was ich auch sehr plausibel finde, dass man doch irgendwie versucht, die Bilanz der WWE möglichst positiv zu halten. Ja, mit den ganzen Entlassungen hat man natürlich weniger Ausgaben und einen größeren Gewinn und steht er natürlich dann für mögliche Käufer interessanter da. Und da frage ich mich aber, ob das jetzt wirklich das Ziel sein soll, muss, ich weiß es nicht, die WWE auf Krampf zu verkaufen und auf die Konkurrenz zu scheißen. Ich weiß nicht, ob das so die geilste Idee ist. Gerade Impact Wrestling, gerade AEW. Ich nehme auch nochmal New Japan rein. Die kooperieren ja alle so miteinander. Sind extrem stark zurzeit. Und klar, die dürfen jetzt wahrscheinlich wieder wie alle 90 Tage jetzt nicht auftreten. Die haben diese Non-Compete-Klausel. Und ich glaube, dass der Schuss, wenn es so weitergeht, der Schuss könnte etwas nach hinten losgehen. Braun Strowman. Braun Strowman wird wahrscheinlich nicht unter diesem Namen bei AEW auftreten, wenn er da wirklich hingehen würde. Er hat ja schon mal vor Jahren gesagt, dass wenn er die WWE verlassen würde, seine Ringerstiefel an den Nagel hängen wird. Mal schauen, ob er jetzt Wort hält. Ich denke mal nicht. Aleister Black als Tommy End, AEW. Ich könnte mir ein richtig geiles Match vorstellen. Darby Allin gegen Aleister Black. Das dürfte ganz geil werden. Aber kommen wir zurück zum eigentlichen Thema. Mit diesen Entlassungen frage ich mich wirklich, soll das wirklich das Ziel sein, die WWE auf Krampf so positiv darzustellen, wie es nur geht, und drauf zu scheißen, lieber der Konkurrenz riesige Namen übertragen und zur Verfügung stellen, wie es halt Braun Strowman, Aleister Black, aber auch Buddy Murphy ist? Ich weiß nicht, der Schuss könnte etwas nach hinten losgehen. Man stärkt hier die Konkurrenz mehr, als man sollte. Es gäbe hier, glaube ich, andere Namen, wo es sinnvoller gewesen wäre, die zu entlassen. Ich verstehe auch nicht, warum man jetzt
Eva Marie zurückholt. Die kostet ja auch nicht wahrscheinlich gerade wenig Geld. Eva Marie wird wahrscheinlich die WWE-Shows jetzt nicht großartig bereichern. Hat sie im ersten WWE-Run jetzt auch nicht. Klar, sie sieht jetzt ganz gut aus auf WWE-Plakaten, auf Postern, für irgendwie Promo-Zwecke. Das sieht ganz geil aus. Ja, wie soll ich sagen? Wenn ich jetzt, ich glaube, ich nehme das noch mal zurück. Das sieht ganz gut aus. Wenn ich jetzt sage, ganz geil, kommen jetzt wieder irgendwelche Feministinnen und verprügeln mich hier bildlich. Aber ihr wisst, was ich meine. Aber warum setzt man hier den Rotstift an Braun Strowman, Aleister Black oder Buddy Murphy an? Man stärkt hier die Konkurrenz unnötig. Ich weiß, die meisten denken sowieso, ich wäre ein riesiger WWE-Fanboy. Aber ich sehe es hier irgendwie so aus unternehmerischer Sicht aus der WWE. Warum man hier die Konkurrenz stellt, keine Ahnung. Mal schauen, wie die Umstrukturierungen in Zukunft weitergehen. Das, denke ich, dürfte nicht das Ende sein. Mal schauen, wer hier noch den Rotstift, bei wem noch der Rotstift angesetzt wird und wer hier noch entlassen wird. Ich halte auf jeden Fall euch zumindest auf Twitter oder im Community-Tab auf dem Laufenden. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt, ob das wirklich schon die ersten Schritte in Richtung Verkauf von WWE an Disney oder Amazon oder sonst irgendwas ist. Oder man hier wirklich nur aussortiert, ausmistet, Denkfehler hat, keine Ahnung, nett wie das wollt, ihr wisst, was ich meine. Schreibt mal in die Kommentare, was eure Gedanken so zu dieser Thematik sind. Würde mich mal sehr interessieren. Kleine Info noch, am Samstag habe ich ein kleines Interview mit einem, der ebenfalls vor kurzem aus seinem WWE-Vertrag entlassen wurde, eigentlich ist seiner nur ausgelaufen, nämlich Alexander Wolf, a.k.a. Axel Tischer. Mit dem führe ich am Samstag ein kleines Interview. Da konntet ihr Fragen einstellen. Schaut mal auf Twitter, da habt ihr den Tweet dazu noch, oder auf dem Community-Tab hier auf YouTube. Da habe ich gefragt, was ihr gerne von ihm wissen wollt. Das wird dann auch irgendwann im Laufe der nächsten Woche kommen. Ich werde es so schnell wie möglich hochladen. Und da möchte ich auch gerne so ein bisschen über diese Thematik reden, ob denn bei WWE Backstage, AEW, Impact, New Japan ein großes Thema ist. Oder die Leute eher sagen, ja gut, die gibt's halt. Und machen wir einfach unser eigenes Ding. Wir schauen einfach mal. Wir werden sehen, wie das Interview wird. Ich freue mich riesig drauf. Schreibt, wie gesagt, mal in die Kommentare, was ihr über die Thematik haltet von den ganzen Entlassungen. Ob das so das Geilste ist, was die WWE machen kann, oder es einfach nur dumm ist. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Gebt dem Video auf jeden Fall ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und lasst auf jeden Fall mal ein Abo da, um zum Beispiel das Interview mit Alexander Wolf nicht zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht. Wann ihr auch immer dieses Video schaut, und ciao.